Tegernseer, Becks, Spaten, Chiemseer, Augustiner oder Oettinger. Lassen sich die Biersorten vom Geschmack leicht voneinander unterscheiden? Wir haben zwei unserer User eingeladen, um mit ihnen die ultimative Bierverkostung zu machen. Und natürlich, um herauszufinden, schmeckt Augustiner wirklich besser als Oettinger? Das ist krass, gell? Boah, das ist ja voll grässlich. 6 Biere wurden verkostet. Natürlich wussten unsere Probanden nicht, in welchem Glas sich welche Sorte befindet. Das wird echt schlimmer. Von links nach rechts. Wenn ihr es jetzt wissen, dann, gell? Ist es schwierig für euch? Das ist brutal schwierig. Beim Augustiner lagen beide Probanden richtig. Das erste wird Augustiner genommen, weil es mir ja, jetzt das bisschen geschmeckt hat. Danach das Tegernsee, weil es auch nicht schlecht war. Das Becks habe ich daher, weil es am Herbsten ist, der Becks der Pils ist. Und das war am greislichsten, haben wir Oettinger gemacht. Und bei den anderen so ist es einfach gerade. Das erste Augustiner, weil es mir eigentlich recht gut geschmeckt hat. Ich hoffe, dass das ist. Dass es nicht das Oettinger ist. Ich habe ganz links das Chiemseer. Weil ich glaube, ich weiß, dass das Oettinger nicht so hell ist. Das ist auch nicht. Das Oettinger hat einer richtig erraten. Ich habe das Oettinger als das da, weil mir das nicht so gut geschmeckt hat. Ich hoffe, dass das ist. Bei den anderen Sorten sind die Bierkenner gescheitert. Das Fazit unserer Probanden. Bitter ist, dass man das Tegernsee nicht rausschmeckt, weil es eigentlich schuppert ist. Ja. Aber wenn mir, was ich nie Becks oder Spaten trinkt, dann kennst du das halt dann auch nicht auseinander, denke ich mir. Ja, ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Ja. Das Oettinger ist halt für Schirin einfach, weiß ich nicht, vielleicht besser billig ist, oder? Ja. Unsere Verkostung hat gezeigt, verschiedene Sorten nur am Geschmack zu erkennen, ist sogar für Bierkenner schwieriger als gedacht. Doch eins steht fest, am besten geschmeckt hat beiden Augustiner.